Ab welchem Zeitpunkt zählt die Hinzuverdienstgrenze bei einer vorgezogenen Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich will zum 1. September 2022 abschlagsfrei eine Altersrente beziehen. Ich bin Arbeitnehmer und werde bis zum 31.12.2022 weiterarbeiten. Daneben habe ich noch eine selbstständige Tätigkeit und erwarte im Jahr 2022 einen Jahresgewinn von rund 60.000 Euro aus dieser selbstständigen Tätigkeit. Wird der Gewinn aus dieser selbstständigen Tätigkeit voll auf die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro angerechnet oder erst ab Rentenbeginn? So eine Frage, die uns als Beratungsanfrage auf rentenbescheid24.de erreichte. Grundsätzlich ist es so, dass bei einer vorgezogenen Altersrente der Hinzuverdienst im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften immer anzurechnen ist oder zu beachten ist. Ab Eintritt der Regelaltersgrenze gibt es dann keine Anrechnung mehr von Einkommen und Verdienst auf die Rente. Stichtag für die Anrechnung des Hinzuverdienstes an eine vorgezogene Altersrente ist immer der Tag des Beginns der Rente. Also in dem Fall unseres Beratungsmandanten am 1.9.2022. Die gesetzliche Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro gilt ab Beginn der Altersrente in voller Höhe. Damit ist auch klar, dass alles das, was vor Beginn der Rente von Ihnen oder von unserem Kunden verdient wurde, für die Anrechnung auf die Rente ohne Belang ist, sondern es zählt nur das, was ich ab Beginn der Rente dazu verdiene. Nur der Hinzuverdienst, den Sie real in der Zeit vom 1.9.22 bis zum 31.12.22 erwirtschaften, wird durch diese Hinzuverdienstgrenze erfasst. Wenn Sie also weniger als die 46.060 Euro neben der Rente in der Zeit erwirtschaften oder verdienen, gibt es keine Anrechnung auf die Rente durch den Hinzuverdienst. Wer aber mehr verdient, also mehr als 46.060 Euro, der muss dann von dem überschießenden Betrag 40% sich auf seine Rente anrechnen lassen. Bitte aber nicht vergessen, der Hinzuverdienst ist immer das Arbeitsentgelt eines Beschäftigten oder der Gewinn eines Selbstständigen als sogenanntes Arbeitseinkommen. Und wenn ich beide zusammen habe, dann werden auch beide zusammengerechnet. Das heißt also, wenn ich selbstständig tätig bin und eine Tätigkeit als Arbeitnehmer noch habe neben dem Rentenbezug, muss ich mir beide Einkünfte anrechnen lassen. Beim Rentenantrag müssen Sie in solchen Fällen das Formular R230 ausfüllen und dort eine Verdienstschätzung ab Rentenbeginn für das laufende Jahr machen. Ich kann nur sagen, geben Sie bitte Ihre Schätzung nicht zu niedrig an. Das kann Sie vor bösen Überraschungen im Folgejahr zum 1.7.2023 bewahren, denn ansonsten drohen möglicherweise Rentenrückforderungen. Und damit das alles nicht verkehrt läuft, nutzen Sie doch ganz einfach unser Paket Rentenantrag stellen für die Altersrente. Da machen wir diese Dinge für Sie und beantragen passgenau Ihre Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.